Hallo, willkommen bei Cosis Deko-Tipps. Es freut mich voll, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind bestens gelaunt, weil es ist einfach so schön. Ich liebe den Sommer und alles, was dazu gehört. Und ich habe da Getreide gekriegt von meiner Freundin Sonja und da zeige ich euch heute ein paar coole Deko-Tipps. Wir brauchen ein paar Gläser. Da gehen natürlich auch Marmeladegläser oder leere Konservendosen. Getreide und ein Gummiringerl, ein paar Schnittblumen und ein Lavendel. Is there anybody out there? I think I need a lifeline. I've been drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves.
fertig sind die Vasen mit Getreide. Wir machen jetzt noch Windlichter und dann noch Serviettenringe. Ich finde, das ist voll lieb, sommerlich und natürlich. War total lieb für eine Hochzeitsdeko zum Beispiel oder für irgendeinen besonderen Anlass. Man kann eben da auch Konservendosen drunter hernehmen und das ein bisschen dichter machen oder die Getreide eher umdran, damit man halt das ein bisschen blickdichter macht. Oder man streicht vorher die Konservendosen, so wie das letzte Mal bei den Fischdosen. Also da gibt es wieder viele Möglichkeiten. Und ich habe da jetzt das Limonium eingegeben. Die haben wir auch als Pflanzen im Shop, wenn wer Interesse hat. Die sind natürlich super für Dekozwecke zum Hernehmen und auch super Insektenpflanzen. Summer came, we can go everywhere. So let's take it to the beach, girls, just you and me. Now the summer came, so we can go everywhere. Let's take it to the beach, girl, it's just you and me. Now when the summer's here, maybe we can disappear. Maybe we can go away, go away. Maybe there's no need to stay. Now when the summer's here. Ich meine, ich glaube, dass das für mich so ein einmaliges Erlebnis war. Now the summer came, we can go everywhere. So let's take it to the beach, girls, just you and me. Now the summer came, so we can go everywhere. Let's take it to the beach, girl, it's just you and me. Now when the summer's here, maybe we can disappear. Maybe we can go away, go away. Maybe there's no need to stay. Now when the summer's here, we can just disappear. Thank you.
fertig ist in so einer Getreide, die Deko, und er schaut doch total harmonisch und stimmig aus. Ich finde es so schön und es ist gerade so eine gute Stimmung, gell, Lea? Es ist windstill, fast für unsere Verhältnisse. Es ist gerade so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Ich finde es gerade voll schön. Jetzt fährt uns noch irgendwer, der uns da ein super Essen herbringt. Gell? Das war cool. Irgendein sommerliche Mozzarella oder keine Ahnung. Irgendwas Gutes. Es ist ganz einfach zu machen. Das kann jeder. Man braucht einfach nur Gläser. Das müssen ja jetzt nicht so sein. Das können Marmeladegläser sein. Oder eben Konservendosen, aber das habe ich vorher schon gesagt. Was braucht man noch? Getreide. Ein paar Schnittblumen, das kann ja ganz was anderes sein, was es da eine gibt. Und ich finde, das war eine einfache, günstige Hochzeitsdeko. Oder für natürlich andere Anlässe, also ganz egal. Weil sowas kann man wochenlang vorher auch schon vorbereiten. Weil bei einer Hochzeit, da brauchst du ja natürlich auch meistens eine große Menge von den Gläsern. Und das ist eine Arbeit, was man mit Freundinnen gemeinsam eigentlich wochenlang vorher schon vorbereiten kann. Die Serviettenringe finde ich richtig, richtig cool. Habe ich einfach auf einen Draht die Getreideähren aufgewickelt und habe ich schon gesagt, dass für eine Taufe auch passend wäre. Nein. Und apropos Taufe, wir haben jetzt die geniale Idee gehabt. Ich finde es einfach so lieb. Das sind jetzt die Kids Edition bei den Feel It Armbänder. Da gibt es jetzt für Kinder die Armbänder im Webshop. Ich finde, das ist so, wäre so ein liebes Taufgeschenk. Heute sind die von der Lise die Kinder gekommen, der Leo und die Luisa, und haben für uns Fotomodel gespielt für den Webshop. Und die wollten, die haben natürlich dann jeder so ein Armband gekriegt und haben sich so gefreut. Ja, ich finde das eine richtig coole Idee und ich freue mich schon wieder so voll. Ja, vielleicht mag wer fürs eben, es ist einfach ein liebes Taufgeschenk. War natürlich ein total liebes Mitbringsel auch. Oder ein Geburtstagsgeschenk und hat wieder verschiedene Bedeutungen. Das Weiße, das ist der Mondstein, das sind die Sweet Dreams, Feel It Armbänder, Sweet Dreams oder Feel the Love in Kids Edition. Und da gibt es mehrere Größen dann zum Auswählen im Webshop. Jede Bestellung wird persönlich gefertigt bei uns im nordischen Shop und wir freuen uns voll, wenn wir für ihn auch was machen dürfen. Die Serie Dani, meine Lieblingsserie, das macht ja meine Schwester. Das gibt es natürlich auch bei uns im Webshop und passt in dem Fall jetzt einfach perfekt dazu, wie wenn es für das gemacht war. Ein Traum eigentlich. Ich freue mich, wenn es am Mittwoch wieder mit dabei seid oder am Sonntag. Mittwoch weiß ich jetzt noch nicht sicher, ob wir ein Video schaffen, weil die Lea und ich, wir fliegen nach Hamburg ein paar Tage zur Nordstil-Messe. Ich freue mich schon voll drauf. Hamburg soll ja so eine schöne Stadt sein. Das wird richtig cool. Und ich freue mich, wenn es bei uns in den Webshop reinschaut, wenn es uns unterstützt, wenn es vielleicht was findet und was bestützt. Cool war es, wenn es mich abonniert, einen Kommentar schreibt, ein Like da lasst. Und ich freue mich, wenn es auf Instagram vorbeischaut. Da gibt es immer irgendwelche Posts von der Lea, die das ja so super macht. Ja, vielleicht sehe ich meins am Sonntag oder am Mittwoch. Werden wir sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und ciao. I got a feeling that this could be a little more than feelings. If I'm being honest, honestly, you got me where you want it. You got me playing every card, spending all my time trying to find out more about you. Cause I really want you in my space, picking up every call, I'm falling, all my money's on you. I never knew I needed love, needed love, needed love. I always thought I'd be enough.